Und da, das ist der Bär. Soll das sein? Oh. Beim letzten Mal, als wir diesen Steinbock entdeckten, hier oben, hat meine Hündin ein Riesentheater veranstaltet. Heute, beim zweiten Mal, ist die Sache geritzt. Oder fast geritzt. Ah ja, ich habe da angefüttert. Und jetzt habe ich da unten einen Elch entdeckt. Übrigens, meine Hündin ist läufig. Trotzdem darf sie frei laufen. Weil ich bin der Malinois Hundeprofi und habe alles im Griff. Und wenn ich pfeife, kommt sie. Ah, perfekt, Madame. Kein Geschrei, nichts. Voilà. Hier ist der getüpfelte Elch. Oder was ist das? Aber, was ist mit dem los? Der getüpfelte Elch. Und da mein Hund. Meine belgische Schäferhündin. Jetzt geht es da weiter. Da oben, wie gesagt, der Steinbock. Und das sind die Markierungen an den Bogenschützen. Ich glaube, da hat es noch andere Wildtiere. Nein, nein, nein! So, Madame, sitz und warte. Brav. Ich schnaufe, weil es so steil ist. Drehe ich mal die Kamera. Wo ist der Hund? Wo ist der Hund? Hallo Hund, ah da. Er ist gut getarnt, ist immer noch im Sitz. Hä? Aber ihr wollt ja nicht mich sehen. Darum drehe ich die Kamera wieder um. Gut, okay. Ich sehe da hinten einen Bären, einen Braunbären. Da ist mein Hund und da hinten der Braunbär. Letztes Mal, als es regnete, war da alles matschig, nicht begehbar. Heute ist ein bisschen besser. Immer noch schauen wir mal, was mein Hund macht. Das ist okay. Das ist okay. Gute Madame. Übrigens habe ich mal einen echten Bären im Kanton Graubünden der Schweiz gesehen. Dazu gibt es später ein Video. Das ist der Bär, interessiert meine Hündin nicht groß. Jetzt gehen wir zur Eule. Ist wirklich matschig der Weg. Rutschig, matschig, ein bisschen gefährlich und steil. Das ist die Eule. Der Hund. Mücken hat es viele. Ah, da nochmal ein Elch. Zum Elch. Okay, Madame, schau da. Voilà. Wieder anfüttern. Ich habe einen gestörten Malinois. Wie gesagt, sie ist läufig. Man sieht ein bisschen Blut. Trotzdem darf sie frei spazieren. Was hat's da? Eine Steingeiß. Oder was soll das sein? Ich glaube, das ist eine Steingeiß. Die Freundin vom Kollegen Steinbock da oben. Ei. Die Stufen sind hoch. Ein durchsiebter Luchs. Oder was sollte das sein? Ich glaube, das ist ein Luchs. Ha? Langsam. Okay. Psst. Da ist es gefährlich. Oh. Wo geht es jetzt hin? Ah, da ist die Schnecke. Eine Schnecke. Dem fehlt ein Ohr. Oder besser gesagt, ein Fühler. Da oben ist mein Hund, wartet jetzt da. Da ist ein Maulwurf. Der ist ja total zerstört. Und da ein Erdmännchen. Aber die halten ja da gar nicht. Da das Erdmännchen. Und es ist so matschig. Und muss da warten. Ah. Oh, da hat es viele Mücken. Okay, gehen wir weiter. Und da unten sehe ich einen Hirsch oder was das ist. Gehen wir anschauen. Okay. Hm, gefährlich. Wir gehen da. Aber dem fehlt jetzt ein Ohr da. Warte.